da los? Das hat mir gerade angeschrieben, die Feuerwehr sei Richtung Engelschwand hoch. Und ich bin hier am Schneeaufnahme machen. Rettungsdienst ist auch da. Görwil. Am Dienstag, den 17. Januar 2023, wurde um 14.45 Uhr die Polizei über eine Rauchentwicklung in dem Ortsteil Strittmatt informiert. Die Feuerwehr Görwil und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass ein Kachelofen zu stark befeuert wurde, welcher in der Folge eine starke Rauchentwicklung mit sich brachte. Gegen 15.30 Uhr verließ das letzte Einsatzfahrzeug die Einsatzörtlichkeit. Es dauerte nicht lange, dann wurde die Feuerwehr Görwil erneut auf den Plan gerufen. Eine Frontalkollision aufgrund von Schneeglätte hatte sich auf der Hauptstraße ereignet. Ein separates Nachrichtenvideo folgt. Einsatzende 15.32 Uhr.